Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Wenn du bereits Adam Smasher in einem der Enden erledigt hast und dich vielleicht schon gewundert hast, wofür diese Zutrittsberechtigungen waren, die du bei ihm bekommen hast, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall anschauen, denn ich werde dir verraten, was es damit auf sich hat. Adam Smasher hat einen geheimen Rückzugsort in Night City. Und der liegt nicht im Arasaka Tower, sondern fernab von diesem. Und zwar in einem Gebiet, was ihm eigentlich sehr nahe kommt, nämlich im Gebiet der Maelstrom, die ja auch komplett auf Cyberware stehen. Genauso wie der gute Adam Smasher. Ich hoffe an dieser Stelle übrigens, dass ihr ihn getötet habt. Auf jeden Fall müsst ihr hier hin. Und zwar nach Northside. Und zwar zu den Ebonike Docks. Und dort ist dieser Rückzugsort. Und das Besondere daran ist, also einmal, dass man diesen Ort sich einmal anschauen kann, das ist natürlich cool. Und zum anderen, dass es dort die Schematik für eine ikonische, legendäre Waffe gibt, die euch am Ende auch noch in der Wand fehlt. Okay, also, ihr habt gesehen, wo wir uns befinden. Northside, Ebonike Docks und die Karte blende ich auch nochmal ein. Der Sicherheitshalber. So, das haben wir auch gemacht. Und jetzt laufen wir los. Also Terminal ist da und wir laufen hier geradeaus durch. Ihr wart hier sicher schon mal und zwar mit Rogue und habt damals hier eine Mission gemacht. Und je nachdem, wie ihr da vorgegangen seid, sind hier natürlich unter Umständen noch Gegner. Bei mir bleiben nie Gegner. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich glaube, die hassen mich alle. Oder die hassen meine Waffe. Oder andersrum, meine Waffe hasst sie. Naja, auf jeden Fall müssen wir einmal hier so rum. Hier liegt noch etwas, das loote ich natürlich. Oh, kann nicht schaden. Dann müssen wir hier rein und dann links durch die Tür. Weil die ganzen Zäune und Durchfahrten, auch die, die man zum Schluss genutzt hat bei der Mission, sind alle verrammelt. Da kommt man nicht mehr durch. So, dann muss ich mal hier rüber und dann auf das Schiff hier. So, perfekt. Es gibt bestimmt noch andere Wege, aber das ist der... der am einfachsten zu begehen ist. Dann gehen wir einmal ganz nach hinten hier und dann finden wir hier diese Tür. Und diese Tür, wenn ihr diese Zutrittsberechtigung eingesammelt habt, dann könnt ihr diese Tür öffnen und könnt hier rein. Ja, und da ist er, der Raum. Der geheime Rückzugsort von Adam Smasher. Hier sehen wir auch noch eins seiner Bodies, würde ich mal sagen. Nicht Buddies, sondern Bodies, ja. Er war ja immer sich selbst der beste Freund. Ein komplettes, naja, okay. Ja, hier gibt es einige Sachen. Hier gibt es natürlich normale Waffen so, aber die sind jetzt nicht spektakulär. Die sind jetzt nicht besonders toll. Das ist alles schön anzusehen, auf jeden Fall sehr cool. Aber es geht ja um dieses Teil hier, und zwar um dieses Schema von der Ba Xing Zong. Meine Güte, ich weiß nicht, was ist das denn? Japanisch ist heute nicht das Allerbeste. Ja, die sollten wir auf jeden Fall einsammeln und dann können wir uns nämlich das Teil bauen. Schauen wir uns die mal genauer an. Die ist auf jeden Fall ziemlich smart. Es ist eine Smart-Schrotflinte, die Explosivmunition abfeuert und damit ihre Gegner in Stücke reißt. Und auch die Werte sehen ziemlich cool aus. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Schrotflinten-Fan, aber ich sag mal, das Ding hat auf jeden Fall Bums. Insofern ist das für alle Schrotflinten-Enthusiasten eine richtig coole Knarre. Okay Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen nach oben da und auch gern den Kanal ein Abo. Damit macht ihr mir eine Freude und ihr bekommt dafür jede Menge Cyberpunk-Stuff. Macht's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.